Existiert diese Keltenarmee hier unten noch? Nein, die ist weg. Die Wolzee haben gerade eben auch eine Flotte versenkt von den Feinden. Und ich glaube, das ist jetzt die letzte Flotte, die hier noch steht, oder? Netos flammendes Schwert. Die kann man angreifen, wenn wir da hingehen. Ich gehe jetzt hin. Denn ich habe keinen Bock mehr, dass die Kelten noch ewig existieren und Stress machen. Na, haust du wohl nicht ab. Ich gehe hinterher, da kenne ich gar nichts. So, weg mit dem Feind. Die keltische Flotte versinkt. Und ich hoffe, dass das die letzte Flotte und Armee war, die die Kelten aufbieten konnten. Damit sind die Kelten vernichtet. Sehr schön. Und ihr Streiter dementsprechend auch nicht mehr zur Verfügung. So, direkt. Brigantum, bitte. Dankeschön. So, gut. Alles in Ordnung. Ja, das hat sich erledigt mit den Kelten. Und wir haben jetzt nur noch... Nein, gar kein Gegner, außer die Sklaven mehr. Und dafür jede Menge Freunde. Ist das nicht schön? Ja, Ardahan ist natürlich eine Macht. Die sind groß. Und ich will jetzt mal gucken, wie das hier aussieht. So, unsere Armee. Adamosata gehört unseren Freunden. Wir können natürlich von hier hinten hingehen. Das wäre mir auch ganz lieb. Und, upsie. Richtung Tushba uns erstmal bewegen und dann mal gucken, ob hier feindliche Truppen stehen und dann, wenn nein, sofort angreifen. Erstmal ein Foothold in dieser Region etablieren. Du gehst in die Militär-Alpha-Geschichte, damit du hier die Leute ein bisschen mit plus 3 öffentliche Ordnung verstärkst. Und du, mein Lieber, wirst jetzt ebenfalls aufs Wasser gehen. Und hier ebenfalls an Land. Um den Essener nochmal etwas auf die Pelle zu rücken. Und ich werde jetzt noch ein letztes Mal unsere Agentinnen hier einmal kurz sich umsehen lassen. Und dann direkt die Stadt nochmal sabotieren. Camulodunum, das heutige London. Da hast du was vergiftet und du vergiftest sie ebenfalls nochmal. Zwischen 70% Chance. Es lohnt sich also, die regelmäßig einzusetzen. Hervorragend. Hier sollte nicht mehr viel übrig bleiben. Und wir beginnen jetzt mit unserem Angriff auf ein äußerst schwaches Isena-Reich, Attacke. Wir erbitten den Beistand von allen Alliierten. Und wir bekommen ihn auch von allen Alliierten. Los geht's. Wir haben eine riesige Überlegenheit. Und brauchen praktisch gar nicht erst in die Schlacht zu gehen, würde ich sagen. Und stehen noch ganz andere Schlachten bevor, wenn die Feinde nämlich erstmal ihre großen, riesigen Armeen auf uns hetzen werden. Deswegen machen wir diese Schlacht jetzt einmal ganz kurz auf die leichte Tour. Die bequeme Tour. Wir hatten ja einige Schlachten in letzter Zeit. Erobern also London ganz bequem. Und freuen uns über Erfahrungspunkte für diese bisher noch völlig unerfahrene Armee und völlig unerfahrene General vor allem. Du wirst mal etwas mehr Hingabe bekommen. So. Und Camulodunum wird entsprechend römisch umgerüstet. Das Fischerdorf übernehmen wir mal. Die Garnison lassen wir auch mal uns übernehmen. Huch, wir haben noch keine Soldaten. Ach du Schreck. Das dauert ewig, bis wir es umrüsten können. Dann müssten wir es entweder neu bauen oder erstmal so lassen. Ja, dich machen wir zu Ziegelbrandofen. Du wirst zu einer Gladiatorenschule. Und hieraus machen wir das. Okay, und das können wir erstmal abreißen. Und sehen, was wir daraus machen. Unsere Verluste halten sich äußerst in Grenzen. Und wir haben bereits die erste Stadt erobert, der Isena. Genau. Hier oben sind die Kaledonier tatsächlich. Die sind natürlich alliiert mit den Isenern und im Krieg mit uns. Das ist klar, logisch. Mal sehen. Krieg gegen Isena. Die Demeter müssten uns hingegen jetzt mögen, weil wir im Krieg mit den Isenern sind. Sie selbst sind mit den Kaledoniern und den Isenern im Krieg und das wäre natürlich die Möglichkeit, einen neuen Alliierten zu gewinnen. Ihr ehrt uns, wenn wir fertig gesprochen haben, erwartet uns ein Mahl groß genug für zwei Armeen. Sehr schön, machen wir das so. Dieses Abkommen ist wie ein Festmahl. Ist es auch. Dankeschön. Wir haben einen neuen Verbündeten, das geht zurzeit sehr, sehr fix.
Demethel, danke, dass ihr dabei seid. Und wie wir es hier mit den Dunonian machen, müssen wir uns nochmal ansehen. Die sind, glaube ich, eher neutral, oder? Hatte ich so den Eindruck. Ja, die haben mit niemandem Krieg und mit niemandem Frieden. Also mit allen Frieden, Entschuldigung. Ich versuche erstmal einen Angriffspakt mit den Kollegen. Den nehmen sie sogar an. Das ist fair für mein Volk. Schussbild ist noch nicht. Nun können wir trinken, bis wir unter den Tisch fallen. Vielleicht sogar militärisches Bündnis. Na gut, erstmal Schutzbündnis, das nehmen sie nämlich an. Gut. Und militärisches Bündnis. Ihr seid weise für euer Alter. Ich wusste, dass euer Volk ehrenhaft ist. Komm, trinken wir ja. So, Dunonia ebenfalls verbündet. Ich hatte ja gesagt, ich will nicht ganz Großbritannien platt machen. Mir reicht's auch, wenn ich mit den wichtigen Staaten da verbünden kann. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Plus 60 und die plus 80 sogar. Und die Essener bleiben also unsere einzigen Gegner. Und natürlich die Kaledonia. Was wir dann hier machen mit den Ebdani, müssen wir nochmal sehen. Aber die scheinen auch sehr stark zu sein. Sie haben aber, glaube ich, Krieg mit irgendwelchen Leuten, ne? Ebdani im Krieg mit Kaledonia. Ne, warte mal. Und verbündet mit den Demete, dann könnte man sich mit den Ebdani direkt auch einen Angriffspakt erlauben. Den nehmen sie sowieso an. Das ist schon mal gut. Schutzbündnis. Eure Worte sind die goldene Wahrheit. Ich stimme dem, was ihr sagt, von ganzem Herzen zu. Ne, noch nicht. Okay, alles klar. Schutzbündnis und Handelsabkommen müssen also erstmal reichen bei denen. Ansonsten haben wir zwei Alliierte und mit Evorabung, ja, das wird dann ganz fix gehen hier. Und insgesamt kontrollieren wir durch diese ganzen Maßnahmen jetzt 103 Regionen von 140. Und um Britannien zu kontrollieren, müssen wir nur noch Eboracum erobern. Dann halten wir 5 von 6 Siegprovinzen. Und in Armenien stehen unsere Truppen auch. Das bedeutet, allzu lange wird dieses Let's Play wohl nicht mehr dauern. Aber wir machen erstmal weiter. Und schauen, was sich so tut. Friedensabkommen. Ich bin nicht hier, um euch mit Klientelkönigtum zu belasten. Mein Angebot spiegelt das wider, was ihr für euer Volk als würdig betrachtet. Das geht aus den Gründen nicht, weil ich ja jetzt mit allen Verbündeten von uns gegen die Krieg führe. Deswegen werden wir das nicht annehmen, so nett es gemeint ist. Und so schön es auch gewesen wäre. Aber ich möchte die Essener dann doch plätten. Scheint eine recht schwache Nation zu sein, wenn sie direkt in Runde 2 des Krieges, eigentlich an ihrer Runde 1, mit Friedensangeboten unterwürfigster Art ankommen. Könnt ihr dieses Volk nicht angreifen? Euer Mut wäre sicherlich eines Liedes würdig. Das werden wir dann mal sehen, aber ich werde sicherlich von den Massageten oder den Athenern noch ein bisschen Geld mir dafür zahlen lassen, dass ich gegen Ardahan Krieg führe. Ich habe zwar reichlich Kohle, aber ich habe jetzt auch sehr viel ausgegeben. Wir haben ungefähr die Hälfte unserer Schatzkammer verpulvert für Bündnisse und andere Dinge. Von 400.000 auf 200.000 sind wir jetzt. Und da kann man so 30.000, 40.000, 50.000 nochmal verlangen, denke ich. Wenn es darum geht, mit Ardahan Krieg zu führen. Wie gesagt, erst erkunden wir Ardahan und die Region um Tushpa. Und dann, wenn das klar ist, wie das da aussieht, werden wir in den Krieg eintreten. Wenn zu viele Feinde sich dort befinden, werden wir das Ganze bleiben lassen, uns zurückziehen und eine zweite Armee hier hinziehen. Oder es bei einmal wir versuchen, aber ich glaube, dass die Provinzhauptstadt tendenziell stärker verteidigt ist als eine normale Region, nämlich Tushpa. Demete, Dumnonia, Ebdani, drei neue Alliierte. Es läuft auch sehr rund hier zurzeit. Die Kimbern haben wir auch noch als mögliche Alliierte. Und die Ebdani, Entschuldigung, sind noch gar keine Alliierte. Die sind nur mögliche Alliierte. Also Kimbern und Ebdani habe ich noch auf dem Schirm. Und die Massageten natürlich auch. Dies vor allem dann, wenn wir mit Ardahan Krieg führen. Und auch hier können wir sicherlich noch, außer Armenien selbst, dann, wenn es irgendwann soweit ist, vielleicht sogar ein paar mehr Regionen kontrollieren. Weil man muss ja nicht mit Armenien Schluss machen. Obwohl das das Einfachste ist und weil ich auch sehr viele Armeen bereits überall auf der Welt verstreut habe. Allein in Afrika müssen zwei stehen, um die öffentliche Ordnung da im Zaum zu halten. Ich habe noch eine in Magna Graecia, die aus 3-4 Einheiten besteht. Die könnte man theoretisch noch abziehen. Aber das überlege ich mir dann. Beziehungsweise überlege ich mir jetzt. Das ist schade. Jo, alles in Ordnung. Jo. So, ihr seid doch hier nicht wirklich gebraucht, oder? Seid ihr nicht. Also wenn man euch abzöge, immer noch plus 1 bei der öffentlichen Ordnung hier.
Und wir haben ja hier immer noch die Möglichkeit, irgendwas zu bauen, was öffentliche Ordnung befördert. Also ich nehme jetzt diese Legion Magna Graecia, schicke sie hier nach Rom und benenne sie außerdem um in die zweite Legion, Italia. Das ist so eine ganz alte Legion hier, deren Generäle immer friedlich einschlummern, weil sie nie kämpfen müssen. Haushalt hat der gute Mann auch noch. Ja, Autorität, immer her damit. Gut. Besorgte Bevölkerung, Britannien, das ist ja kein Wunder. Dich rüsten wir entsprechend, ja, zu was eigentlich auf? Ich würde sagen, Kampfplatz des Mars, damit wir dann hier auch Truppen ausbilden können. Allerdings haben wir ja nur noch ein bis zwei Regionen zu erobern, deswegen lohnt sich das vielleicht gar nicht so stark. Und ich gehe doch besser hier auf das öffentliche Forum. Oder auf den Tempel Jupiter, um das Ganze zu stärker, schnell römisch zu machen. Gut, ihr beide guckt hier oben, was unsere Gegner machen. Aha. Und könnt direkt mal ein bisschen was vergiften hier. Vergiftet. Fein. Und du gehst mal hier in die Stellung, dass du alles nachguckst. Ja, viele Ali. Oh Gott, die haben ja kaum noch Truppen. Ist ja wirklich lächerlich. Das eine steht noch irgendwo eine heimliche Armee, das glaube ich aber nicht. Oh, hier kann man mal wieder Pferde aufrüsten. Das hat man ja auch regelmäßig. Und ihr geht direkt schon mal an die Grenze. Um mögliche Feindbewegungen kontrollieren zu können. So, das sieht gut aus. Baubericht. Wir haben in Brigantium eine neue Landwirtschaftsregion sozusagen. Ein Hof und eine Villa. Und wir rüsten auch beides direkt mal auf. Das eine zum Bewässerungsgraben, das andere zu Viehweide. Und ein römisches Dorf, ebenfalls im Brigantium. Das bleibt aber so, wie es da erstmal ist. Gut, der Rest. Ja, jetzt gucken wir mal hier, was mit Adahan los ist. Also erstmal gucken. Oder erstmal die Stellung ändern. Ganz, ganz wichtig, sonst können wir nämlich gar nichts machen. Also Tushpa scheint nicht groß verteidigt zu sein. Zu euren Diensten. In Bewegung. Und ich glaube, ich kann da mal angreifen. Aber vorher, wie gesagt, möchte ich gerne mir das bezahlen lassen. Und wo haben wir denn die Massaelia oder die Massageten? Ich habe noch eine bessere Idee. Ich lasse mir es mit einem militärischen Bündnis bezahlen. Ein guter Schweinbraten wartet auf euch und noch besseres Bier und Met. Aber erst müssen wir reden. Adahan. Ja, Mist. Dann fordere ich dafür Geld. Okay, das ist jetzt nicht so weltbewegend. Athen vielleicht? Die sind ja auch mit Adahan im Krieg. Die sollten eigentlich etwas mehr Geld haben. Botschaft, die zweifellos von der Weisheit Athenes selbst inspiriert ist. Ach, das machen die sogar, wenn man das... Niedrig. Im Gegenzug biete ich an... Krieg beitreten gegen Adahan. Hä, wie ist die Chance da niedriger? Das gibt's doch nicht. Gold ist gewöhnlich eine Bezahlung für Dienste. Sind wir etwa Bedienstete für euch, Freund? Ach, verstehe. Das heißt, wenn ich das einfach so fordere, würden sie das gar machen, oder wie? Wir öffnen unsere Schatzkammer nicht, um fremden Launen zu entsprechen und auch nicht denen von Freunden. Ich Danke. Muss annehmen. Auch wenn es meiner Ehre missfällt. Danke, Athen. Na gut. Hat Knossos Geld? Aha. Also, wir haben jetzt Krieg mit Adahan. Knossos hat sich bereitschlagen lassen und wir greifen Tushpa an. Und erobern es. Ja, die schwachen Garnisonstruppen, mit denen hatten wir auch schon als Pontos zu tun. Und damit haben wir auch den ersten Schritt gemacht, um hier in Armenien eine Region selbst zu kontrollieren. Wir besetzen die Siedlung, freuen uns über einen erfahreneren General, den wir auch gleich entsprechend belohnen mit etwas mehr Autorität. Und wandeln natürlich die Stadt um. Genau, Manipil-Kaserne, ganz, ganz wichtig. Römischen Dorf,
und Schrein des Jupiter, um hier langfristig gesehen eine römische Siedlung rauszumachen und einen Militärstützpunkt.